In der norwegischen Hauptstadt Oslo hat ein bewaffneter Mann an einer Unfallstelle einen Krankenwagen gestohlen. Anschließend fuhr er 5 Personen an und verletzte sie leicht, darunter auch ein 7-monatiges Zwillingspaar. Die Kinder sind im Krankenhaus. Der Amokfahrer wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Dabei fielen Schüsse, der Fahrer sei aber nicht ernsthaft verletzt worden, so die Polizei. Außerdem wurde eine Frau festgenommen, die in Verbindung zum Fahrer stehen könnte. Für einen terroristischen Hintergrund gibt es laut der Polizei im Moment keine Anhaltspunkte. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt, hieß es.